Willkommen beim Low Budget Lofthaus. Ja, von hier sieht man schon etwas vom Prinzip. Hinter uns die Schallschutzmauer gegenüber dem doch gelegentlich starken Verkehr und eine Schallschutzmauer, die einen Bereich für das Haus und vor allem auch für den Platz vor dem Haus absichern soll. Das ist der schon durch die Öffnung sich anzeigende Eingang, der großzügig diesen Raum zwischen innen und außen, insbesondere bei Schlechtwetter, also für angenehm macht. Man kann auch mit dem Auto bis heranfahren und der Eingang ist ja ein wesentliches Element bei jedem Haus. Hier befinden wir uns jetzt unter diesem Dach, das über alles sich drüber steigt und als eigentlich ein Hauptelement des Projekts ist. Das ist ein Urdach, das aber ein Zukunftshaus überdeckt. Ich betrete das Haus jetzt über eine Schmutzschleuse, wo auch die Schuhe gelagert sind. Das sind ja die besten Schuhe überhaupt, die mit einem Minimum an Handgriffen geschlossen und geöffnet werden können. Wir betreten das Haus durch einen niedrigen Bereich, der auch in anderen Teilen des Hauses für Räume, die nicht aus Aufenthaltsräume sind, verwendet worden ist, aus diesen sehr intelligenten Mehrschichtplatten, die günstig am Markt sind. Erleben erst ab hier diese räumliche Öffnung in alle Richtungen, die durch den Loftcharakter des Projekts eben vorgegeben sind. Der Bereich oberhalb dieser niedrigen Decken ist immer für irgendeine Nutzung gedacht. Oder eben kann auch leer sein. Da hinten gibt es Koffer und ähnliche Staumöglichkeiten. Das sind optische Trennwände aus 5 cm Holzplatten, Mehrschichtholzplatten, die Nebenräume abschließen und keinerlei akustische Funktion haben. Und wieder hier unter der Galerie, über die wir noch sprechen werden, eine Eingangszone, die sich öffnet zum Hauptbereich des Hauses. Räume öffnen sich unterhalb und links und rechts von dieser Galerie. Und hier ist sozusagen das Wesen des ganzen Hauses, das räumliche Wesen des Hauses erkennbar. Eine Skizze, ein Plan zeigt ungefähr das Schema, dem dieses ganze Konstrukt zugrunde liegt. Das bezieht sich auf eine Bodenplatte und ein darüber gestülptes Dach mit Klimaschutzwänden. Und innerhalb dieses Raumes sind zwei Einzelräume, schallgedichtete Einzelräume, strategisch positioniert, die raumbildend sind und wichtig für den möglichen Rückzug von Bewohnern, die den allgemeinen Betrieb, der sich
im großen Loftraum abspielt, auszuweichen. Hier ein Schnitt zeigt die wesentliche Wicht, die grundsätzliche Bedeutung von dem Dach. Zwei hineingesteckte Räume und zwischen diesen Räumen wieder eine Galerie mit dieser niedrigen Raumhöhe von 2,10 Meter, die bauordnungsmäßig vorgesehen ist für alle Räume und zulässig ist für alle Räume, die nicht dem Aufenthalt dienen. Wir möchten zeigen, dass das Haus in seiner eigentlichen Basisvariante von da bis da sich erstreckt und durch Anbauten, in dem Fall durch einen Wintergarten, erweitert wird. Wenn wir jetzt das Haus von außen betrachten, sehen wir etwas besser die Struktur. Die Schallmauer zieht sich durch über den Wintergarten hinaus und geht ums Eck aus schalltechnischen Gründen. Und diese Situation bietet sich an eben für eine Pergola. Und um diesen wunderbaren Ausblick nicht zu sehr zu abzuschließen durch diese massive Mauer, ist mir eigentlich erst auf der Baustelle bewusst geworden, dass wir da eine Öffnung brauchen. Und da habe ich gesagt, nehmt diese Ziegel heraus. Und da haben wir das Glas eingesetzt, sodass der Windschutz und der Schallschutz auch nicht dadurch behindert wird. Und das Wesen des Hauses, das Konzept, sieht man jetzt gut, wenn wir uns die Hauptfassade anschauen. Wir sehen einmal das große Dach, das alles überdeckende Dach als, ich sage es noch einmal, Urform für ein Dach, für einen Schutz vor der Witterung, das aber hier zu einem Zukunftshaus gemacht werden will und das aber diesen Loft bildet. Das Haupthaus, die Basisvariante, geht von links bis dort zum Wintergarten. Und dann gibt es in 4 Meter Abstand diese Schallschutzwand, die aber eine Zone ist vielartiger Nutzungsmöglichkeiten. In diesem Fall für einen Wintergarten. Vorne dahinter gibt es Lager und Speis. Und der Eingang auch wird von diesem Dach überdeckt. Und das Haupthaus hat jetzt eine Breite von etwa 13 Meter mit einem 3 Meter durchgehenden zentralen Bereich, der mit einer niedrigen Decke, mit einer Art Galerie versorgt ist. Und die Holzkonstruktion des Hauses in Standard-Fertighaustechnologie sieht man da auch, und es sollte verhindert werden, dass die volle Dicke des infolge der starken Dämmung von 30 cm und das sichtbar ist durch diese hohen Balken, nicht vorne auch in einer entsprechenden Dicke sichtbar ist, wo die Wärmedämmung nicht mehr notwendig ist. Daher dieser schrittweise Übergang von innen nach außen, der sich im Dach spiegelt. Hier sehen wir auch, dass als Dachdeckung auch wieder ein sehr billiges und intelligentes Material zur Verwendung kommt, nämlich dünner, faserarmierter Beton, zu Wellen geformt, dadurch eine Steifigkeit bekommt, die sogar das Begehen so eines Welle-Danit-Daches problemlos ermöglicht und das weiterhin in dieser
mittlerweile schon weltweit typischen Eternit-Wellung auch Kunststoffplatten hat, Acrylstoffplatten hat, die dort, wo ich Naturlicht haben will, in diesem Bereich eben statt innerhalb dieses Wellplattensystems eingesetzt sind. Und so kommt das Dach mit einem Minimum an Blech aus und ist daher auch im Sinne dieses Low-Budget-Loft-Gedankens konsequent. Low-Budget-Loft-Haus soll einmal heißen, so billig wie möglich und so gut wie heute üblich. Ein wesentliches Element, möchte ich noch einmal betonen, ist die Ausbildung der Randbereiche, der Peripherie eines Hauses mit teilweise Schutz, insbesondere vor Niederschlag, also überdacht, Sonnenschutz, für Aufenthalt und Erweiterung der Wohnzone, wenn das Wetter das zulässt. Insbesondere diese jetzt doch 3 Meter großzügig bemessene Vorraum. Man sieht schon in der Möblierung, was hier alles vor sich geht. Und noch einmal, was die Untersicht dieses Daches betrifft, ist das eine Möglichkeit, das offen zu lassen. Wie überhaupt alles in diesem Haus nur minimal festgelegt ist und derartige Fragen des Offen oder Schließen, Fensteranordnung, Raumnutzung sowieso den Käufern, den Mietern überlassen bleibt und somit eine individuelle Wohnatmosphäre jeweils an den Geschmack und die Wünsche und die besondere Situation der jeweiligen Benutzer anpassen lässt. Jetzt gehen wir hinein vielleicht wieder, um von innen auch diese Räumlichkeit noch einmal zu sehen. Da geht es um die Räumlichkeit und um die Belichtung. An strategischen Punkten gibt es Dachlichter, die auch diesen von der Sonne erst am Nachmittag erfassten Bereich auch schon in der Vorsonnenzeit angenehm lichtdurchflutet machen. Da öffnet sich's und das Spiel zwischen verschiedenen Höhen ist ein wesentlicher Teil der Konzeption, die diesen Luftraum überall wieder anders und speziell spürbar macht. Warum jetzt diese Scheiben da, wie es sonst, glaube ich, leicht gerne gemacht wird, bis zum Boden kommen zu lassen, hat sich deshalb für uns ausgeschlossen bei der Planung, weil es ja darum geht, auch beim Fensterdesign, wie wird das eingerichtet, wo sitzt man? Und nachdem das nur 3 Meter breit ist, müssen wir ein Möbel an die Wand schieben, an die Außenwand schieben, zu der man den Rücken kehrt. Und daher wäre da eine Verglasung bis zum Boden unsinnig. Damit wurde etwa die Höhe dieses Fensters berechnet. Ja, und da oben ist einfach zu sehen, wie gewisse Arbeitshilfen für meine Frau und ihre Arbeit als unverkleidet, weil es auch da mir wichtiger war, den Raum als Ganzes spürbar zu lassen, den Loftraum, als da jetzt eine Verkleidung anzubringen. So, also im Winter, die Heizung wird ja mit Infrarot gemacht, da gibt es keine Sonnenenergie,
Nutzungen, außer die passive durch die Fenster. Und die sind außerdem so drehbar und lassen sich wie bei einem Kachelofen direkt auf den richten, der da hier sitzen will. Und im Sommer wollen wir aufmachen. Ja, es kann sich vorstellen, dass das angenehm ist. Das ist eines dieser Rückzugszimmer und ich zeige noch einmal diesen Grundriss. Es gibt hier nicht eine, um für alle Zukünfte, über die Lebensdauer so eines Projekts, das ja mindestens 50 Jahre ist, tauglich zu sein wie ein guter eingetragener Schuh. Und es gibt in diesem Haus keine vorgegebenen Einheiten, hier Küche, dort schlafen, dort wohnen, um eben für alle Wünsche von prospektiven Käufern so eines Hauses angeeignet und speziell geplant zu werden. Ja, und wichtig ist diese beiden Einbauzimmer auch als selbstständige Einheit verwendet werden können, weil überall direkte Ausgänge ins Freie vorgesehen sind, die für einen Studenten oder eine Pflegekraft die Möglichkeit haben oder auch einem aufmüpfigen Teenager die Möglichkeit haben zu verschwinden ohne und zurückzukommen ohne gesehen zu werden. In den weiteren Teil des Hauses möchte ich noch einmal sagen, dass zu den Besonderheiten, die fest vorgeschlagen werden, gehört auch ein Wäschekammerl, sowie ein Wirtschaftskammerl, sowie ein zweites Bad, sowie ein Schuhkammerl und eine Speis. Die sind alle in diesem Plan inbegriffen, weil ich das für Grundbedürfnisse halte, die von allen bisher dagewesenen Besuchern, Irinnen vor allem, die Armen, die immer das Haus bearbeiten sollen, müssen, so für positiv gehalten wird. Hier weiter in diesem begehbaren Schrank und da wieder andere Raumhöhen. Das zweite schallgeschützte Rückzugszimmer mit wieder direktem Auseingang. Und wieder eine Beleuchtung, einfach ein Baustrahler da am Schrank. Jetzt das größere Bad, dessen Qualität am besten mit dem französischen Bezeichnung Salle de Bain beschrieben wird, wo nämlich die Größe als Qualität preislich, also mit den verfügungsstehenden Mitteln, gebildet wurde und wenig ausgegeben worden ist für irgendwelche besonderen Designs der Einrichtung. Und wichtig auch, dass man vom Bad hinaus wieder einen Freiraum hat, der im Sommer entsprechend benutzt wird, Abendsonne, Schatten tagsüber. Und auch dieser, wenn ihr das bitte noch anschaut, oben ist auch hier in dem besprochenen Wellprofil die Beleuchtung für diesen im Schatten befindlichen Raum realisiert. Wir gehen hinauf.
Auch dieses Element, diese Stiege ist auch aus dem Katalog. Da gibt es ein unglaubliches Angebot und ist ungleich billiger, als wenn man so etwas designen würde und speziell anfertigen würde. Nur die Geländer, die haben wir entworfen, aus billigstem Material, in dem Fall durchscheinend. Und auch die Geländer oben, werden wir sehen, sind speziell ausgedacht. Ja, hier ist mein Reich, sehr geschätzt und für mich unglaublich anregend mit dem vielen Licht und der Atmosphäre, die Natur, die da reinkommt, die Ausblicke, die herrlichen. Und ja, da wird man gezwungen zu arbeiten. Und deshalb bin ich auch immer noch relativ produktiv, wo sich alle wundern in meinem Alter. Aber es macht mir einfach noch großen Spaß. Was ich auch noch erwähnen möchte, ist, dass diese Küche, die wir ja komplett mitgenommen haben von drüben, diese Pulthaupt-Werkbank ist 30 Jahre alt. Und damals, wie wir drüben eben umgebaut haben, war das einfach das beste Küchenmöbel, das wir gefunden haben. Und diese vielen Stimmungen, die da hereinkommen, von der Natur, die man beobachten kann, die Tiere, das Wetter, machen das zu einem speziellen Platz.